dürfen unsere Kinder nicht sich selbst überlassen. Es ist unsere Aufgabe, sie zu beschützen. Öffentliches Tanzen wird Jugendlichen in Beaumont gesetzlich verboten. Mama, es ist Ren, er ist da! Hallo Mädels! Hi. Danke, dass ich bei euch wohnen kann. Ich möchte wirklich mit anpacken. Bringst du ihn wieder zum Laufen, gehört er dir. Okay, die Tür klemmt und das Gaspedal fehlt. Ein paar von denen, ja, er ist renovierungsbedürftig. Er ist süß. Du findest jeden süß. Hey, pass doch auf, Kleiner. Entschuldige, Mann, ich hab dich nicht gesehen. Wo kommst du denn her? Du redest komisch. Ich rede komisch? Aha. Du solltest dich mal hören. Alles klar, ich bin Willard. Ich bin Ren, McCormack. Hat die Tochter des Predigers ein Problem? Du hältst mich für so ein Landei, hä? Huh? Ist sie immer so arrogant? Soll ich dir was zeigen? Rieche ich auch nur einen Polizisten, ziehe ich einen Stecker. Was ist? Keine Puste mehr? Und habe ich jetzt Hausarrest, muss ich ins Gefängnis oder was? Was mache ich nur mit dir? Gar nichts, Daddy, so bin ich. Vor 3 Jahren starben 5 Jugendliche auf dem Heimweg vom Tanzen bei einem Autounfall und die ganze Stadt hat verrückt gespielt. Wenn du einen billigen Nervenkitzel suchst, dann mach das außerhalb von Beaumont. Ich möchte etwas tun. Vielleicht kann ich ja was verändern. Ich will nicht, dass du dich mit diesem Jungen triffst. Wieso nicht? Ich habe gehört, er macht Ärger. Vorsicht, Bürschchen. Wir sprechen im Namen dieser Stadt, weil wir von hier sind. Ich weiß, sie tun nur, was sie tun müssen. Aber es wird sich nicht verhindern lassen. Es gab eine Zeit für dieses Gesetz, aber die ist vorbei. Jetzt sind wir dran. Wir sind nicht zum Tanzen hier.